Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde auf YouTube und mit mir. Ja, ich muss mal meine Bremse ein bisschen wieder reparieren. Ihr habt richtig gehört, mit mir. Und ich werde wechseln, auf jeden Fall. Ich habe es bei vielen schon gesehen, bei dem Herr Alligator, bei der Ani. Viele haben schon einen Kanal erstellt, sogar der liebe Opa Zeron hat schon einen erstellt. Hat sogar schon in der letzten Let's Play-Folge darauf aufmerksam gemacht, auf zwei Plattformen hochzuladen, um eine Sicherheit zu gewährleisten, weil man YouTube zurzeit wirklich nicht mehr so vertrauen kann. Man weiß nicht, wie weit sie noch gehen. Und irgendwie muss das ja auch mal wieder ins richtige Ufer laufen. Und wie Zeron schon gesagt hat, man braucht ein festes Standbein. Und dieses feste Standbein möchte ich auch mit mir mal ausprobieren, beziehungsweise auch mal weiterführen. Das ist nämlich ganz interessant, meine Freunde. Und jo, ich habe einen Kanal auf Vidme erstellt. Der nennt sich Cedric_Elsius_SEF. SEF für südostmoralisches Fernsehen. Das südostmoralische Fernsehen war zu lang. Das Wort war zu lang. Finde ich auch cool, dass das Wort zu lang ist. Also jetzt ehrlich mal. Es gibt viele Channel auf YouTube, die halt immer viel zu lange Namen haben. Was gibt's da noch zu sagen? Helft mir auf Vidme etwas größer zu werden, sodass auch viele mich erreichen können. Es wird genauso weitergehen wie auf YouTube. Ich werde da versuchen, immer wieder Trendvorhersagen rauszubringen. Und werde erstmal meinen Schwerpunkt Let's Play, weil ich gemerkt habe, dass die neue Episode von Life is Strange zum Beispiel ganz gut angekommen ist, die erste Folge. Die zweite Folge nach 4 Tagen immer noch 0 Aufrufe. Gefällt mir nicht so, meine lieben Freunde. Das ist ein neues Spiel. Kam jetzt auch erst im August raus. Da dachte ich schon, dass es mehr Aufrufe bekommt. Und so wie es gerade ist auf YouTube, mit den Unmonetarisieren. Nicht werbefreundlich, wie es so heißt. Aber dann werden auch mal Videos gelöscht von manchen, wo man denkt, der hat politische Inhalte quasi kommentiert. Was ist da falsch dran? Und wenn sowas gelöscht wird, da muss man sich Gedanken machen. Das hängt nicht mit Werbeschalten zu tun. Da hängt der Staat mit drin. Und das kann einfach nicht sein. Das ist eine freie Videoplattform. Und was ist da schon freie Meinung? Deswegen sage ich, meine lieben Freunde, erstellt euch auch einen Vidme-Account. Ganz einfach. Braucht nur einen Namen, eure E-Mail-Adresse und Passwort. Fertig ist die Kiste. Das ist noch in jungen Jahren. Das heißt, das ist noch eine kleine Plattform. Also unterstützt sie. Sie hat wirklich viel Potenzial. Ist ein bisschen anders als YouTube, aber das kriegt man schon hin. Ich verabschiede mich, meine lieben Freunde. Bis auf YouTube oder Vidme, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal auf Vidme einen Follow setzt. Dann bräuchte mich 50
50 Follows, um täglich Material zu bringen. Und bis jetzt ist es nur so, dass man pro Woche ein Video bekommt. Laut Zirn habe ich die Quelle. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da ein Däumchen, einen Follow da lasst. Das war's. Lieben Freunde. Bis später. Tschüss.